Makipa präsentiert Der verlassene Zoo. Es war an einem wunderschönen Sonntagnachmittag. Die drei Freunde, Meechin, Nemeton und Netarei, saßen gemeinsam in Meechins Garten und ließen sich einen Milchshake schmecken. Doch was sie bis dahin nicht wussten, schon bald sollte aus diesem ruhigen Nachmittag ein unvergessliches Abenteuer werden. Ach, wisst ihr, ich liebe unsere gemeinsamen Abenteuer. Ja, das finde ich auch. Aber irgendwie ist schon ganz lange gar nichts mehr passiert, oder? Das stimmt, aber seid doch einfach mal froh. Wir können ja in dieser wunderschönen Sonne in deinem Garten hier sitzen, Meechin, können diese tollen Zwerge hier beobachten und vor allen Dingen, wir können diesen super leckeren Tee trinken und den Milchshake, den du uns gemacht hast, der ist mega, mega lecker. Ja! Lasst euch schmecken. Was habt ihr eigentlich da? Ich hab einen Schokoladenmilchshake. Oh! Nicht Melone. Oh, lecker! Was war denn das? Was? Wer kommt denn jetzt? Eigentlich habe ich gar keinen Besuch erwartet. Meechin, da steht irgendwas. Ich glaube, du hast ein Paket bekommen. Zum Sonntag kommt doch eigentlich gar keine Post. Das ist doch komisch. Los, komm, wir gehen mal gucken. Ja. Was soll das denn sein? Auf alle Fälle was Großes. Leute. Ein Paket. Was ist das? Gibt's doch gar nicht. Du kriegst zum Sonntag Pakete. Oh mein Gott, oh mein komm, wir Gott. Gucken mal rein. Ja. Los, guck mal rein. Okay, hier ist ein Ei drin und ein Buch. Leute. An Meechin. Soll ich dir vorlesen? Ja, bitte. Und ein Ei. Was? Mein Gott. Okay, Meechin, komm, ich lese mal, ja? Okay. Liebe Meechin, auch wenn du nicht weißt, wer ich bin, bin ich dir näher, als du denkst. Was? Wer soll das denn sein? Ich habe keine Ahnung, Meechin. Aber es geht noch weiter. Ich habe eine große Bitte an dich. Vor langer Zeit besaß ich einen tollen Zoo auf einer entfernten Insel. Dort gab es viele Tiere und ich habe sie alle sehr geliebt. Aber der Zoo hatte Geldprobleme und ich musste die Tiere weggeben und den Zoo schließen. Oh nein. Das hat mich sehr traurig gemacht. Der Arme. Ich weiß, dass du Tiere genau wie ich über alles liebst. Noch dazu bist du ein sehr schlaues Mädchen. Wäre es nicht ein Abenteuer, wenn du dich gemeinsam mit deinen Freunden auf die Reise zum verlassenen Zoo machst und ihr diesen wieder aufbaut? Ein verlassener Zoo? Und wir dürfen die Tiere reinsetzen? Das klingt ja richtig cool, ey. Da hätte ich richtig Lust drauf. Freut euch nicht zu früh, da steht noch mehr. Ich schicke dir die Koordinaten der Insel, auf welcher sich mein Zoo einst befand. Und jetzt kommt's. -42.400 und -500. Leute, das ist mitten auf dem Ozean. Wie sollen wir denn da hinkommen? Das ist ewig weit weg. Das stimmt, ne, Meton. Das ist viel zu weit weg. Aber Leute, das war's noch nicht mit dem Brief. Da stand noch was anderes. Wartet. Also er schreibt weiter unter den Koordinaten. Es wird sicher nicht einfach sein. Aber ich weiß, dass du es schaffen kannst. Du wirst aus diesem verlassenen Fleck wieder einen wundervollen Ort für Tiere machen. Zudem sende ich dir ein geheimnisvolles Ei. Darin ist etwas Besonderes verborgen. Du musst es gut hüten und pflegen. Dann wird es dir viel Freude bereiten. Mein Gott. Sei vorsichtig auf deinen Abenteuern. Mit freundlichen Grüßen. Geh. Einfach nur geh. Ja, einfach nur geh. Was ist das? Keine Ahnung. Der Rest ist total mit Tinte verschmiert. Oh mein Gott. Auf jeden Fall sieht das total verwischt aus. Ja, guckt euch selber an. Oh Gott, stimmt. G. Ob das der Name ist? G. Kennst du irgendjemanden mit G? Eigentlich nicht. Vielleicht heißt der Gerd oder Gunther. Ich habe keine Ahnung, Meechin. Ich auch nicht. Aber vielleicht bekommen wir es ja raus, wenn wir erstmal beim Zoo sind. Aber wie wollen wir denn da hinkommen auf diese Insel? Ich habe keine Ahnung. Lasst mich das einfach mal machen. Ich habe da schon eine Idee. Wir treffen uns einfach gleich oben bei mir am Berg. Packt eure Sachen und kommt dann zu mir hoch, okay. Ja? Oh, super. Gut, Nemeton. Bis gleich, würde ich sagen, gleich. Oder? Genau, bis gleich. Auf in ein neues Abenteuer. Hey, kommt mal hoch und schaut mal, was ich hier Schönes habe. Oh Gott, Nemeton, wenn du das schon so sagst. Oha. Nemeton, was ist das? Das ist ein Hubschrauber. Cool, oder? Ein Hubschrauber? Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, Nemeton. Ja, den habe ich jahrelang aus allen Einzelteilen zusammengebaut, die ich gefunden habe. Bist du dir sicher, dass wir damit gut ankommen? Natürlich, und damit kommen wir auch schön schnell an. Nemeton, der sieht aus wie eine Schrottschäse. Der fliegt, vertraut mir, der fliegt. Aber was ist, wenn irgendwas passiert? Ja. Naja, wenn was passiert, ich habe hier Fallschirme und ein Rettungsboot. Echt also, oh nein. Nehmt euch jeder eins. Hier ist noch einer drin, Nemeton. Ja, ist zur Sicherheit, den lassen wir einfach da, komm. Aber Nemeton, warte doch mal, nicht so schnell, das geht mir alles viel zu schnell. Sag mal, wollen wir nicht lieber doch
doch das Schiff nehmen. Ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist mit dem Hubschrauber. Mit dem Schiff brauchst du viel zu lange. Das geht viel, viel schneller. Ich hab total Angst. Ich auch. Seid ihr euch wirklich sicher, Nemeton? Klar, los, einsteigen. Das geht mir irgendwie alles ganz schön schnell. Ja. Kommt schon. Naja. Vertraut mir. Ja, fliegt. Wenn du das sagst. Oh ja. Gott. Stopp. Halt, wartet. Wo ist mein Sitzplatz? Na, da draußen. Nemeton, ist das dein Ernst? Es passen nur zwei rein. Ach du. Nemeton. Heilige. Einfach festhalten. Du kannst dich auch anschnallen. Ich mag mein Leben eigentlich. Okay, alle festhalten. Wir fliegen. Los. Gott. Naja, los geht's. Los geht's. Los geht's. So Leute, wir sind jetzt auch gleich da. Da vorne müsste gleich direkt die Insel kommen. Cool. Oh, und guckt mal, wie schön das hier aussieht. Ja. Das stimmt, so schön auf dem hohen Meer. Das sieht mega aus. Ich freue mich schon total. Ich mich auch, Mädchen. Richtig, richtig doll. Zum Glück hat das alles hier so super geklappt mit dem Hubschrauber. Ja. Und ich habe euch doch gesagt, der Held, und bis auf die eine kleine Schutzklappe ist auch wirklich gar nichts abgefallen. Oh, perfekt. Das war voll der Schock. Leute, guckt mal da vorne. Ich glaube, da ist die Insel. Ja. Was? Wo? Hier rechts. Ja. Das hier. Genau. Oha. Wie guck cool. mal. Da war doch eben, das ist eine Kuppel. Ja. Das ist bestimmt schon das erste Gehege. Das denke ich auch. Kann sein. Mit den Vögeln vielleicht. Meint ihr, da sind noch Tiere drin? Ich glaube, es passt nicht. Sieht ein bisschen verlassen aus. Aber schaut mal, wie riesig der Zoo ist. Boah, finde ich auch. Michi, hi. Hi. Ich bin direkt neben dir. Okay, hier sehen Sie einen Rundflug mit Nemeton, dem Hubschrauberführer. Das ist gar nicht so leicht. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht in die Bäume fliege. Oh Gott. Aber wenigstens ist alles technisch gut gegangen. Das war super. Ja. Guck mal da, eine Riesenkuppel. Stimmt. Wow, ich bin so gespannt, was uns hier alles erwarten wird. Ja. Das stimmt. Aber wo landen wir eigentlich? Ich weiß es nicht. Leute, wir haben ein ganz anderes Problem. Oh, was ist das? Habt ihr noch eure Fallschirme? Was? Ich habe vergessen zu tanken. Nemeton. Ja, wirklich. Ich habe nicht daran gedacht. Holt eure Fallschirme aus. Ich glaube, wir müssen abspringen. Nein. Komm, hier über Wasser passt. Über Wasser ist relativ gut. Okay. Oh Gott, es kuckelt. Die vorne, da haben wir den meisten Platz. Oh Gott, springt ab. Los, und Absprung. Was? Hol die Fallschirme raus. Nature, Leute. Ich sehe euch. Ich sehe euch auch. Hallo. Es funktioniert. Es hat geklappt. Leute, da ist der Hubschrauber. Ja. Der liegt mitten auf dem Meer. Oh Gott, da hatten wir jetzt aber Glück. Leute, ja, guck mal da drüben. Was? Oh mein Gott, hinter mir. Korallen. Nein, da gibt's sogar Orcas. Warum? Ich gehe unter. Lass den Fallschirm los. Was, wie denn? Einfach vorne am Gurt ziehen. Mann, die sind übelst schwer. Aber Leute, es hat geklappt. Zum Glück haben wir es geschafft. Da, ja, Leute, guckt mal. Wie cool. Wie schön. Ist das gesprungen. Stimmt. Leute, wir können noch mal tauchen, dann sehen wir die noch besser. Ja. Oh, wie cool, Mädchen. Das war eine tolle Idee. Da vorne sind doch schon Delfine. Ich meine, das sind keine Delfine. Das sind Haie. Wir müssen hier weg. Was? Haie? Nehmt die Boote. Oh mein Gott, beeilt euch. Los, wir müssen an Land, bevor die uns kriegen. Ja, schnell los. Beeilt euch. Ich glaube, die greifen uns in den Booten nicht an. Passt auf, der Orca ist hier. Fahrt ihn nicht um. Wow, hätte ihn fast übersehen. Er ist aber nah. Oh, puh, zum Glück geschafft. Er ist mit reingeschwommen. Was? Oh mein Gott, Nemeton. Oh. Oh Gott, ist der süß. Ja. Der freut sich. Ja. Der ist ja süß. Hört ihr das auch? Oh Gott, Leute, wenn das ein Tier ist, was hier in meinem Zoo gelebt hat. Das kann sein. Und vielleicht wurde das irgendwann mal ins offene Meer gelassen. Hm. Und vielleicht wartet es auf den alten Besitzer. Oh, ich glaube, den gefällt's hier. Schaut mal, der kommt immer wieder. Guckt mal. Wow. Oh nein, der verletzt sich. Nein, er hat's geschafft. Vielleicht will der wieder zurück zu uns nach Hause, in den Zoo. Ja. Oder er will zurück ins offene Meer. Ja, vielleicht. Ich guck mal, ob ich den weglocken kann. Ja, das wäre gut, Nemeton. Komm her, los, folge mir. Schwimm mit ihm weg. Ja. Komm her. Nemeton. Funktioniert's? Ja. Super. Wie cool. Genau, lock ihn ins hohe Meer. Er kommt Nemeton. Zurück. Ich glaube, er will hier bei uns bleiben. Ich glaube, du kannst wiederkommen. Na gut. Doch, hier bleibt er. Ja, aber es hat auf jeden Fall geklappt. Ja, ich lasse dir das Boot hier. Da kannst du damit rumspielen. Das ist ja süß. Nemeton, denk an die Haie. Ich bin schnell weg. Stimmt. Oh, Nemeton. Nemeton, der schwimmt dir hinterher. Wirklich? Ja. Ja. Oh. Wow. Wow. Vielleicht wurden dem Kunststücke gelernt. Oh Gott. Ja, das stimmt. Hier in dem Zoo. Ihr könntet recht haben. Vielleicht gab es ja da drin ein Orca-Becken. Na los, kommt, lasst uns mal nachschauen. Ja, los, kommt. Wir sind da. Unser Abenteuer startet, Leute. Ja. Und dir haben den ersten neuen Freund gefunden. Ja. Ja. Die müssen wir dann unbedingt noch benennen. Free Orca oder so. Los, kommt.
auch Gott, in das Leute, Abenteuer. Aber hier sind übelst viele tote Pflanzen und so. Nein, das stimmt. Das ist alles voll dreckig hier. Ja, und hier liegt auch noch Erde. Aber Leute, das ist doch klar. Wer weiß, wie lange das hier ohne Besitzer war. Das stimmt. Aber darum werden wir uns kümmern, okay? Ja. Guckt euch den Eingang an. Wow. Aber wartet mal. Da steht ein Schild. Ja, aber das ist kaputt. Aber Leute, seht ihr auch, was ich sehe? Ja. Ein Zoo. Ja, aber oben steht ein G. Das stand doch auch auf dem Brief. Ich weiß, Mädchen. Und hier ist noch ein Buchstabe. Ob das irgendein Name oder irgendetwas ist? Das kann sein. Bestimmt vom alten Betreiber oder so. Oh mein Gott, das kann wirklich sein. Los, kommt, wir gehen rein, ja? Ja, genau. Wir werden das schon rauskriegen. Oh nein, guckt mal. 1000 Spinnenweben, Leute, das kann ja was werden. Oh Gott, die müssen wir alle dann abmachen. Aber ich glaube, da brauchen wir erstmal einen Besen, oder? Ja, lauf erstmal außen rum. Oh Gott, lauf nicht rein, du läufst überall rein. Das ist leichter gesagt als getan, Michin. Ja. Das ist echt schwierig, hier dran vorbeizukommen. Das sind so aber viele. Aber ist echt alles kaputt. Ach. Oh mein Gott, Nemeton, da hast du recht. Es wird echt viel Arbeit, aber es macht bestimmt mega viel Spaß. Genau. Das wird jetzt hier unser nächstes richtig großes Abenteuer. Oha, guckt nur. Ja. Aber schön sieht es echt aus. Und so groß. Ja, das ist echt riesig. Wow, mega. Ja, los, komm, dann lasst uns mal nachschauen, was es hier so Schönes gibt. Was war das? Weiß ich das nicht. Das Knacken. Habt ihr das gehört? Warte, das kommt schnell hier, Tier. Oh mein Gott, versteckt euch. Hier in Deckung. Vielleicht Nein. ist es irgendein gefährliches Tier. Du meinst eins, was aus einem Gehege ausgebrochen ist? Ja, das ist nicht. Was machen wir jetzt, wenn es ein Tiger ist? Keine Ahnung. Ich hab Angst. Aber Schmiede, das Knacken. Michi, du knackst. Was? Und während die drei Freunde versuchten, dem mysteriösen Knacken auf die Spur zu kommen, sollten sie schon bald merken, dass das Geheimnis in Michins Rucksack schlummerte, bereit, sich zu offenbaren.